Meine lieben Zuschauer da draußen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 4. Schön, dass ihr mal wieder mit dabei seid. Ja, wir sind jetzt hier im Norden von Kyrat rausgekommen. Wir haben uns so ein bisschen Richtung Norden durchgeschlagen. Und jetzt sehe ich gerade, wir haben auf der Karte zum einen eine Mission, also die letzte Aufnahme ist für mich schon ein bisschen her. Zum einen haben wir eine Mission bei Amita da oben. Und zum anderen haben wir aber auch hier gerade ein Karma-Ereignis direkt neben uns. Jetzt wollte ich mal ganz kurz schauen, der Schatten ist gerade irgendwie noch ein bisschen am Abspacken, habe ich das Gefühl. Das sieht noch nicht so aus, wie es eigentlich aussehen soll, glaube ich. So, jetzt muss ich mal eben schauen, was ist denn da unten? Was soll ich machen? Soll ich einfach alle töten? Merkt ihr das auch? Die Schatten sehen irgendwie noch ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich schieße jetzt einfach mal da unten in die Menge. So, das war ein Multikill. Und, oh, da lebt aber tatsächlich sogar noch einer. So, jetzt haben wir aber tatsächlich alle. Und dann können wir mal schauen, was sollen wir denn hier machen? Ich soll wahrscheinlich, genau, den Leutnant plündern. Das Problem wird jetzt nur sein, dass der gerade... Ne, hier liegt er. Okay, ich dachte, er liegt jetzt unter dem Auto. Das wäre für uns eher blöd geworden. Pass auf, Jungs. Nein, 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 nein. Hört auf zu schießen, Jungs. Sonst muss wieder meine Pumpe hier ausgepackt werden. Moment, einmal kurz nachladen. Ihr habt doch Zeit, ne? Schützenhilfemark haben wir bekommen. Na gut, die sind sowieso schon alle tot. Und wir haben auch bald wieder ein Karma-Update. Jetzt habe ich schon wieder die Waffe weggeschmissen, aber wollte ich den nur plündern. Was ist denn das hier mit den Schatten gerade? Das sieht aber nicht so aus, wie es aussehen soll. Jetzt habe ich gerade das Spiel gestartet, aber das ist irgendwie noch ein bisschen komisch. Wenn ich sprinte, dann scheint manchmal der Schatten sich irgendwie falsch mitzubewegen oder sowas. Vielleicht starte ich das Spiel nochmal ganz kurz neu. Das sieht nämlich irgendwie noch ein bisschen komisch aus. Also gut, dann bin ich nochmal eben neu starten und wir sehen uns gleich wieder. Ne? Einen Moment. So ihr Lieben, da bin ich jetzt wieder. Ich habe das nochmal eben neu gestartet, das Spiel. Und jetzt sehen die Schatten auch wieder normal aus und alles bewegt sich wieder. Jetzt kriege ich aber tatsächlich nochmal so eine Kurier-Karma-Mission hier. Nur ich denke, der ist jetzt sowieso schon weggefahren. Ne? Das ist ja, der ist schon weg. Okay. Wir haben hier in der Nähe von diesem Turm eine Mission, nämlich so eine bewaffnete Eskorte und ich glaube, die hatte ich auch machen wollen. Und ich werde jetzt einfach mal da hingehen und wir werden die mal machen. Ich brauche davon ja sowieso noch ein paar, beziehungsweise ist die gar nicht hier in der Nähe? Doch, die ist hier in der Nähe, genau, da hinten ist die. Und davon brauche ich ja irgendwie ein paar, um dieses eine Scharfschützengewehr zu kriegen und deswegen werden wir auch diese eine bewaffnete Eskorte hier in der Nähe jetzt mal machen. Und wir schauen einfach mal. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal eine gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Werden wir ja jetzt sehen. So, also hier unten haben wir sowas. Eskortiere und beschütze einen Konvoi mit befreitem, in Anführungszeichen Gold, bis zum ausgewiesenen Übergabepunkt. Und dafür gibt es dann Geld und XP. Was ist denn mit dem Boot? Wir haben Gold aus der KIO-Mine befreit. Auf den Straßen gibt es Checkpoints, deshalb nehmen wir lieber den Fluss. Kannst du helfen? Ei, ei. Okay, ich nehme das als Ja. Ich schicke die Koordinaten. Also, die haben Gold befreit, beziehungsweise gestohlen, würde ich sagen. Darf ich das haben oder musst du da noch dran schrauben? Ich darf das haben, ne? Oder ist das kaputt? Nee, darf ich haben. Die haben Gold befreit, beziehungsweise gestohlen. Wir sollen uns jetzt da als Hilfe anbieten, um das eben zu eskortieren. Dann gehen wir mal schauen. Ich habe den Checkpoint auf der Karte. Ich fahre jetzt einfach da unten zum Wasser. Ich denke, das wird schon richtig sein hier, oder? Yep, das ist richtig. Und da haben wir auch ein kleines Bötchen. Da steht zwar auch ein Auto, aber für uns ist sicherlich das Boot hier. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Vielleicht fange ich an zu... Feind am Ufer! Mach sie fertig! So, Moment. Was? Ich soll mich hier drum kümmern, glaube ich. Er erzählt gerade was von Feind am Ufer und er muss den Stämmen ausweichen. Dabei war er noch gar nicht in Fahrt. Ich bin ja jetzt erst an Bord. Na gut, wir schauen mal. Ich werde versuchen, mich um jegliche Gegner, die irgendwie aufkreuzen, zu kümmern. Zum Beispiel da vorne am Ufer sind welche. Und dann schießen wir doch einfach mal wunderschön mit dem Granatwerfer ans Ufer. Beziehungsweise, wir machen das noch einfacher, wir schießen einfach auf die Fässer. So, jetzt sehe ich nur gerade, das funktioniert ja schon mal nicht mit dem Boot. Unser Boot wird vor allem gerade ziemlich beballert, aber ich sehe das Gegnerboot noch nicht. Das steht direkt vor uns und das war natürlich nicht clever. Auf das Boot zu schießen, habe ich mich direkt selber mitgekillt.
Ja, das war jetzt gerade ein bisschen blöd, weil ich musste ja das eine Boot, was da um uns rumgefahren ist, irgendwie ausschalten. Und mit der Farmers, da die ja nur 3 Schuss immer abgibt, ist das beim Fahren etwas schwierig. Dachte ich mir, gut, nimmst du halt den Granatwerfer, aber das ist immer so ein bisschen blöd, wenn jemand in der Nähe ist. Na gut, wir machen das nochmal. An sich hätte ich mir sowas nehmen sollen wie einen... Ja, guten Granatwerfer haben sie uns ja auch angeboten. Habe ich aber ja schon. Ich hätte jetzt gedacht, was gut wäre, ist vielleicht sowas wie ein... wie ein MG oder so. Ansonsten ist das von hier aus ein bisschen schwierig da, irgendwas zu reißen. Ich werde mal schauen, dass ich hier am Ufer die mit einem, mit der Farmers einfach töte. So, und dann werde ich das Boot hoffentlich einfach damit ausschalten können. Jawohl, das geht. So, und die sind wir auch losgeworden, glaube ich. Da kommt aber noch ein Boot. Das haben wir auch. Jawohl, die gehen schwimmen. Das war ein bisschen drüber, aber macht nichts, weil wir sind jetzt sowieso weit genug weg. Also Granatwerfer einmal nachladen. Ja, wir haben hier auch irgendwie ein Geschütz, an das ich gehen kann. Ich schau mal eben nach, was das denn kann, ob das stark genug ist. Ja, ich glaube, das ist sowieso das, was das Spiel eigentlich von uns wollte. Nämlich, dass wir hier ans MG gehen. Ich glaube, das war der eigentliche Sinn. Und mit dem Granatwerfer kann man das zwar ganz gut machen, aber ich nehme dann lieber hier das MG. Ah, jetzt sagt das auch gerade. Das Boot hat ein MG, damit kann ich schießen, genau. Das habe ich also schon entdeckt, bevor mir das gesagt wurde. So, den haben wir auch. Wer ist noch am Ufer? Ja, der ist schön, der Tempel. Ein Foto? Nö. Aber es sieht schön aus, hast du recht. Ist ein schöner Tempel. So, gibt es noch mehr Gegner? Ja, auch am Tempel gibt es Gegner. Bringt das Wasser nicht, wenn du reinfällst. Sonst leidest du eine Woche unter Dünnschiss. Der Monsun bringt dem Terai viel Wasser. Aber hier oben ist alles nur Schmelzwasser aus den Bergen. Schmelzwasser aus den Bergen, okay. So, auch das Boot haben wir. Also das MG ist da sehr viel besser geeignet, wie ich gerade merke. Da kann ich mit dem Granatwerfer natürlich bei weitem nicht so gut schießen. Eisberg voraus, hat er gesagt. Ach Gottchen. Mein Lieber, das wäre nicht so gut. Bitte keine Eisberge. So, haben wir noch Gegner oder war es das jetzt? Oder kommen noch mehr? Diese bewaffneten Eskorten, ja, sind ja gar nicht mal allzu schwer, aber ich soll halt da so ein paar von machen. Das ist goldener Pfad hier. Ich glaube also, wir sind jetzt in Sicherheit. Ja. Sehr gut. Da soll ich auch noch ein bisschen in den Himmel schießen, oder? Schieße ich auch noch ein bisschen in den Himmel. So, ich glaube, wir haben das geschafft hier. Genau, bewaffnete Eskorte. Erfolg. So, die ballern alle in den Himmel, weil sie sich so freuen. Ah ne, da ist sogar ein Karma-Ereignis. Okay, Moment, dann kümmere ich mich mal eben darum. Jedenfalls haben wir einen Bonus bekommen. Wir haben Rupien und EP haben wir auch bekommen. Für die bewaffnete Eskorte. So, also so richtig gut ist die Farmers nicht auf größere Distanzen. Ich glaube, mit dem normalen Sturmgewehr haben wir tatsächlich bessere Chancen. Ich habe die ja auch nur genommen, weil ich die einfach gerne habe. Ich mag die. Als Waffe. Vom Stil her, wie sie so ist. So, darf ich euer Auto haben? Ja, ne? Habt ihr nichts gegen, oder? Ist sowieso nicht deins? Ja, dann hast du ja kein Problem damit, wenn ich mir das mal ausleihe. So. Wenn wir jetzt auf die Karte schauen, sehen wir, dass wir tatsächlich schon ganz in der Nähe sind von der Mission bei Amita. Deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt eben da noch hin. Weil es jetzt sowieso nicht mehr weit weg ist, ne? Die 350 Meter können wir auch noch machen. Die Brücke ist heile, oder? Ja. Ich bin ehrlich überrascht, das zu hören. Wisst ihr, ich dachte, Amita hätte den mit ihrer Vision vom Geldsegen durch Drogenverkauf schon... Amita und Sabal. Ja, ja. Pagan Min redet gerade ein bisschen was im Radio. So, hier sind die Jalendu-Fälle. Den Ort habe ich jetzt auch entdeckt. Das war ein geheimer Ort. Ist die Frage, ob es hier auch irgendwas gibt. Doch, da gibt es eine Ayalung-Maske. Vermute ja fast, dass sie auf der anderen Seite ist hier.
Und wo ist sie, die Maske? Oder ist sie im Wasser? Ah, die ist da unten im Wasser. So, haben wir die also auch. Zack. Die 9. von 55 Masken. Und noch eine müssen wir finden von diesen Masken. Und dann gibt es eine kleine Belohnung mal wieder. Jetzt überlege ich nur gerade, komme ich hier irgendwie raus aus dem Wasser? Wahrscheinlich nur über die Kletterhaken da hinten. Dann klettern wir halt eben hoch. So, also, hier geht's, genau, hier geht's hoch. Wunderbar. Ja, dann sind wir sowieso schon fast bei Amita. So, an den weiter. Und dann sind wir ja gleich oben. Ja, schön. So, die letzten 100 Meter zu Amita, die kann ich jetzt auch noch eben zu Fuß laufen. Hier ist nämlich gerade kein Auto in der Nähe. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Norden von Kyrat gefällt mir sehr gut. Sieht echt schön aus hier. Ist das so ein dicker? Ich glaube tatsächlich, das ist so ein dicker Gegner. Was macht der denn bitte hier? Einfach so mitten im Wald. Weiß er selber nicht so genau, aber der hat einen Flammenwerfer dabei. Insofern kann er mir überhaupt nichts anhaben. Weil, ne? Der kommt ja gar nicht erst so weit. Er schießt auch nicht mal. Er versucht es nicht mal. Ich überlege jetzt gerade, wie ich am besten auf den Tank... Also ich versuche gerade so ein bisschen auf den Tank zu schießen, aber es klappt noch nicht so ganz. Aber die halten halt einfach verdammt viel aus, die Kerle. So, jetzt haben wir ihn aber. Gut, das war einer von den dicken Kerlen. Hat sogar noch einen Fähigkeitenpunkt gebracht, weil er so viel EP gebracht hat. Ich höre den Adler schon wieder kommen. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder angefallen. Ich mag die Dinger ja absolut überhaupt nicht. So, jetzt haben wir einfach kurz die Abkürzung über den Fallschirm genommen. Ich bin im Norden. Du musst eine Zelle des Goldenen Pfades in Utkarsh treffen. Das ist eine Stadt nördlich der Brücke. Sie kennen den Norden besser als jeder andere. Wahrheit und Gerechtigkeit. Wir sollen irgend so eine Zelle finden. Was sind das hier für Tiere? Ich wollte nur gerade mal gucken. Ach, das sind ganz normale Schweine. Ich habe das gar nicht erkannt von der... aus der Distanz. So gut, wir sollen uns mit den Rebellen in Utkarsh treffen. Das ist von hier aus 700 Meter. Jetzt habe ich nur gerade so ein bisschen das Problem, dass ich keinen fahrenden Untersatz habe. Doch, perfekt. Wenn man was braucht, dann steht es da natürlich. Das Spiel ist so nett und gibt uns, sowas. Dadurch, dass wir ja hier die Mission haben, stellen die dann immer in die Nähe auch ein Auto, ne? Wenn man gerade keins dabei hat, dass man eins kriegt. Und mit dem Ding können wir jetzt also hier nach Utkarsh fahren. Ist gerade sehr hell hier alles, ne? Ich erkenne gerade fast gar nichts mehr, so hell ist das. Achso, vielleicht markiere ich mir das mal eben. Utkarsh, da oben ist das. Okay, und dann könnten wir auch fast unterwegs noch hier den Außenposten Pokhari Gara holen. Ich glaube fast, das machen wir. Wenn wir sowieso schon mal gerade hier in der Gegend sind, da wir ja im Norden noch so gut wie gar nichts haben an Außenposten und vor allem eben auch an Glockentürmen, werden wir das immer so ein bisschen im Vorbeifahren machen. Das heißt, wir haben tatsächlich auch schon das, was wir jetzt als letztes machen, gefunden. Nämlich, ich mache noch eben den Außenposten da. Und dann geht es wahrscheinlich mit der Mission für Amita beim nächsten Mal weiter. So, einmal aussteigen bitte. Ich werde auch noch eben hier die grüne Pflanze mitnehmen, wollte ich sagen. Aber die ist weiter oben, also nein. Und dann schauen wir doch mal direkt mit der Kamera, was wir hier so haben. Also einen schwer bewachten oder einen so einen dicken Gegner sehe ich auf jeden Fall schon mal. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht sogar geskillt habe, dass ich auch die Dicken ausschalten kann mit dem Messer. Das würde ich ja fast gerne mal testen, ob das geht. Ich meine, wir hätten das mal geskillt. Ich gucke das jetzt mal. Das sieht man ja schon, sobald man irgendwie in der Nähe ist, sieht man das ja schon. Da wird mir noch nichts angezeigt. Na gut. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es das, glaube ich, als Fähigkeit, dass man dann auch die Dicken eben ausschalten darf. So, ansonsten haben wir jetzt hier relativ viele Gegner und auch Alarmposten. Wir sind ja jetzt auch im Norden, wo alles ein bisschen schwieriger ist und härter bewacht ist. Und da hole ich mir erstmal jetzt hier per Kopfschuss den Scharfschützen oben. So, dann patrouilliert da jemand. Ist aber nicht so leicht, wenn die gehen. Also natürlich würde man locker treffen, aber ich riskiere das dann immer nicht, weil ich weiß ja, wie das Spiel reagiert. Wenn man jemanden nicht direkt trifft, dann kriegt man nämlich direkt die Schelle vom Spiel dahingehend, dass alle zu einem laufen, auch wenn sie einen nicht entdecken. Jetzt muss ich gerade schauen, der Fettsack hier, der patrouilliert so ein bisschen. Muss ich also warten, bis der wieder vorbeigegangen ist. So, jetzt geht er hier lang. Genau, okay. Und dann kann ich vielleicht den nächsten ausschalten, ne?
So, der hat auch einen Kopfschuss sitzen und keiner merkt was. Lustigerweise merken die immer sofort was, wenn man daneben schießt. Und zwar alle, nicht nur der, auf den man schießt. Aber niemand merkt was, wenn man trifft. Kopfschuss, auch den haben wir bisher. Alles mit einem Schuss getroffen und getötet. Sehe ich gerade, der guckt in unsere Richtung da hinten. Dann schalte ich vielleicht erstmal den aus. Kopfschuss, auch den haben wir. So, jetzt haben wir noch den dicken. Und ich glaube, ansonsten sind auch nicht mehr viele übrig. Doch, da oben ist noch ein Scharfschütze. Wir hatten zwar schon einen gekillt, aber da ist noch einer auf dem Dach. Auch den haben wir, so. Und ich glaube, doch, da unten kommt sogar noch einer. Ich wollte gerade sagen, wir haben es jetzt, glaube ich, langsam. Aber das sind sehr viele Wachen hier. Aber selbst wenn jetzt, wenn wir jetzt entdeckt werden, wir haben schon fast alle, glaube ich, weggeholt. Oh, den habe ich nicht getroffen. Den habe ich nicht getroffen. Das bedeutet für uns, wir müssen weg. Ja, und wir werden entdeckt. Sofort. Das ist halt, ja, ich habe es schon oft genug gesagt. Ich will mich jetzt gar nicht wieder darüber aufregen. Aber ihr wisst ja, dass mich das extrem nervt, dass einen alle entdecken, sobald man einen nicht trifft. Ich glaube, ich habe gerade tatsächlich den dicken mit der schweren Rüstung mit einem Kopfschuss ausgeschaltet. Jetzt wären wir lustigerweise sogar noch beim Mörsert hier. Man kann es auch übertreiben. Wir kommen von Süden. So, den haben wir auch. Kopfschuss. Jetzt kommt da Verstärkung. Dann nehme ich mal hier das eben. Dann haben wir den auch ausgeschaltet. Und ansonsten sitzt da jetzt noch jemand MMG oder so. Ach, guck mal, da kommt auch so ein Dicker hier. Den haben wir auch. So, ich mach das dann halt mit der Rabiaten-Variante. Weißt du, wenn ich schon entdeckt werde, dann machen wir das eben ein bisschen anders alles. Einmal nachladen. Multikill, so, einmal. Jungs, ganz ruhig, ihr müsst nicht übertreiben. Alles gut. Okay, der versteht keinen Spaß. Der setzt sich direkt ans MG. Dann werde ich mich mal eben hochheilen. Ich habe nämlich leider schon wieder keine Heal-Pots. Ja, also ich finde das einfach jedes Mal wieder schade. Und ich weiß, ich kriege mich jedes Mal wieder drüber auf. Und es ist auch langsam nervig. Aber was mich einfach extrem stört, ist, dass immer alles gut klappt und so. Und man schaltet alles schön leise aus. Ja, die ganzen ersten Kills waren super. Aber es kann doch nicht sein, dass man wirklich jeden mit einem Schuss sofort töten muss. Es darf doch wohl erlaubt sein, auch mal daneben zu schießen, ohne dass direkt die ganze Base einsieht. Das finde ich einfach ein bisschen schade. So, wie viele haben wir jetzt noch? Da kommt nochmal Verstärkung gerade. Jetzt haben wir es aber langsam auch. Ich habe vor allem langsam keine Munition mehr. Also irgendwann sollte es auch mal fertig sein hier. Finde ich. So, jetzt haben wir da noch einen. Den zersieben wir noch eben und dann ist da oben noch einer und ich glaube, dann haben wir es aber auch endlich. War aber auch eine echt dick bewachte Festung, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So einer ist das. Eieieiei, das war knapp. So, den habe ich nochmal weggebatzt. 14 von 24 Außenposten haben wir damit. 10 Stück fehlen noch und ja, war wieder ziemlich krass bewacht, ne? Mehrere dicke Kerle. Mörser. Und was weiß ich nicht alles. Gut, hier kann ich dann jedenfalls erstmal noch Propaganda-Poster entfernen, Munition holen und so weiter und dann können wir für Amita weiter. Ich bin erstmal raus, vielen Dank fürs Zuschauen aus Far Cry 4 und bis zum nächsten Part, euer Walle. Bye, bye.